Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung, eine wichtige Sendung von Teleblocher. Machen wir keine Vorgeplänkel, fangen wir gerade an. Credit Suisse ist natürlich das Thema. Jetzt haben wir in den letzten 20 Jahren drei grosse Geschichten gehabt. Untergang von der Swissair, fast Untergang von der UBS, jetzt Untergang von der Credit Suisse. Wenn Sie das einordnen, was war jetzt das Schlimmste gewesen? Ja, der Untergang von der Credit Suisse war das Weittragendste gewesen. Und vor allem wissen wir nicht, ob die Lösung, die jetzt beschlossen wird, nicht zum einem grossen Problem wird. Also muss man mal alle die Einreihungen machen. Im Grunde genommen ist es alles der gleiche Ursache, der gleiche Grund. Und der muss mal endlich weg. Ich habe nicht mehr gewusst. Jetzt haben wir Leser geschrieben. Und zwar Herr Blocher. Sie haben hier schon gesagt. Und ja, da ist etwa zeitlich. Ja, 1990. Und also früher schon, ja. Ja, früher. Und weil hier war ich Verwaltungsrat von der Bankgesellschaft. Das war einer der Vorläufer von der UBS. Und die haben beschlossen, eigentlich, ohne dass sie es gesagt haben, weil Credit Suisse mit der First Boston in Amerika ein Amerika-Geschäft aufgetan hat. Investmentbanking, typisch amerikanisch, oder? Und dann hat die UBS abgeschlossen, wir gehen auf Amerika. Dann habe ich unschuldig, die haben mich ja geholt im Verwaltungsrat, weil die Stimme von einem Industrielland will, habe ich gesagt, geht nicht auf Amerika. Amerika ist so ein anderes Land und hat so eine andere Kultur im Geschäftlichen. Ich sehe ja das als Industrielle. Wir sind dort tätig, nur im Kleinen. Wir verkaufen Produkte dort. Und ihr seid eine seriöse schweizerische Bank. Und Leute, die Geld auf die Schweiz bringen, weil ihr eine Schweizer Bank sind. Und nicht, weil ihr da jetzt mit den ganz grossen Banken in Amerika konkurrenzieren wollt. Ich höre heute noch im Ohr rein. So denkt ein Industrieller. So. Also nicht Abschätzung, oder? Ja, Abschätzung, wir Banken und so. Ich bin ja unterlegen. Also man hat es dann gleich gemacht, oder? Ja, natürlich. Ich bin nicht durchgekommen. Ich glaube, noch eine Stimme tat oder irgend so etwas, ich weiß nicht mehr. Aber ich sage das, weil es ja rausgekommen ist, sonst sollte man nicht nur erzählen, wie man da gestimmt hat. Er hat mich auf das aufmerksam gemacht, oder? Ich möchte mich wieder erinnern. Und dort hat das Elend angefangen. Und Credit Suisse war die führende Bank in dieser Beziehung. Sehr gut, es geht auf das zurück. Und es ist im Grunde genommen, man hat immer gesagt, es ist Gier. Hey, vielleicht auch, das habe ich nie so mitgemacht. Aber es ist ein grösser Mann. Wir kleine Schweizer, wir können sein wie die Amerikaner. Und die Stärke der Bank ist die Schweiz und nicht Amerika. Und das haben sie erleben. Und das hat die UBS dann erlebt. Und die UBS musste gerettet werden durch den Bund. Und die Rettungsaktion ist gut rausgekommen. Aber die war ein anderes Problem als Credit Suisse. Credit Suisse ist eigentlich verloren gegangen wegen Vertrauen. Und also Geld, das abgeflossen ist, dem sagt man Liquidität, ist weggegangen. Aber bei UBS war es ein Ertragsproblem und haben sich nicht mehr heben können. Und weil sie so gross war, hat man sie nicht können zu Grund gehen lassen. Jetzt kommt das zweite, prinzipielle, sind alles prinzipielle Sachen, grundsätzliche. Ein Unternehmen muss können sterben, wenn es nicht mehr lebt. Gut, das ist ja jetzt passiert. Wo kommen wir denn noch? Too big to fail, man sagt es auf Englisch. Es heisst, die sind zu gross, dass sie sterben können. Es dürfen die Firmen nicht so gross sein, dass sie nicht mehr sterben können. Das ist auch eine grundsätzliche Sache. Für einen Unternehmer, der ein Unternehmen hat, der wird reich, wenn es gut läuft, gut arbeitet, wird das Unternehmen mehr wert. Ein Unternehmer muss reich sein, dann hat er ein gesundes Unternehmen. Wenn er arm ist, ist es gar nicht gut. Und wenn die zwei Triebfedern ist,
dass wenn ich nicht gut arbeite, stirb ich, gehe ich unter. Der muss alles machen, dass er nicht untergeht. Und jetzt die Manager von diesen Grossbanken, die wissen, ja, uns kann man ja nicht sterben lassen. Oder? Also die Triebfeder, die nicht untergehen, ist viel zu klein. Ich sage nicht, dass sie das nicht berücksichtigen und dass sie wollen, es kommt gehen. Aber das Risiko hängt nicht so von den oben. Und nach der UBS haben wir mit allen Mitteln versucht, das zu sagen, es darf das nicht mehr sein. Und die SVP hat dort mal das war ja so eine jahrelange Sache, gewesen, zusammen mit der SP, wir sind da mit den Sozialdemokraten. Ja, da hat es ja die berühmte Pressekonferenz gegeben, glaube ich, mit Herrn Hayek, ja. Herr Löfra und Ihnen, ja. Ja, ja, der Herr Hayek hat mir angerufen und hat gesagt, er hat geschupfen. Dann habe ich gesagt, ich begreife Sie, ich bin ja, wir müssen Sie nichts sagen. Sagt er, machen Sie mit an einer Pressekonferenz, aber wir nehmen die Linken auch durch. Dann habe ich gesagt, ja, keine Berührungsängste, wenn Sie es gleich gut machen wie wir. Und er hat noch gesagt, da bringe ich 12 Industriellianen auch noch. Dann habe ich gesagt, ja, wenn wir dann schauen. Und wer wäre da gewesen, dort? Ja, ja, er hat den Namen Schneider-Ammann gewählt. Und dann habe ich ein freches Maul gehabt. Ich gesagt, also wenn Sie den anbringen, dann müssen Sie dem für den Rest des Lebens für den Wein nicht mehr sorgen. Und er hat nach 3 Tagen gegeben und gesagt, los, er hat mal einen langen Brief geschrieben, warum nicht kann mitmachen. Das ist aber bevor natürlich Bundesrat war, oder? Ja, ja, natürlich. Und das habe ich gewusst. Der steht da gegen die Grossbanken. Und jetzt kommt eben das Problem. Das ist ein freisinniger Zürcherfilz da. Du kannst machen, was du willst. Und also bei der CS, oder? Ja, bei der CS. Ja, bei der CS. Und die hat natürlich am meisten geschumpft, wenn man das würde ausklammern. Jetzt muss ich sagen, die UBS ist runtergefahren. Die hat also die Sache ernst genommen. Gut, weil sie natürlich auch gemerkt hat, jetzt haben wir müssen zum Staat. Sie haben sich ein bisschen geschämt, oder? Ja, begreiflich, ist ja recht. Genau, und Credit Suisse hat natürlich immer gesagt, 2008, wir brauchen kein Staatsgeld. Ja, ja, gut. Und die haben auch mit einem Management gehabt. Das ist der Axel Lehmann, der war ja der Notenbankpräsident von Deutschland. Ganz ein seriöser. Axel Weber, oder? Axel Weber. Ja, ja. Ja, ja, Axel Lehmann nein, ist der, nein, der ja, sehr nein, viele, ja. Axel Weber. Axel Weber und der Herr Motti. Ja. Und ich habe mehrmals mit Ihnen Gespräche gehabt, weil wir waren hier an den Triebfedern und ich war so Triebfeder in der SVP. Und die haben, habe ich gemerkt, die nehmen es ernst. Ich höre heute noch den Satz vom Präsident, vom Herrn Weber, der sagt, hören Sie, wir fahren das Investmentbanking, wo wir jetzt immer so Verlust gemacht haben, wo jetzt fast das Knick gebrochen hätte, die fahren wir ab. Und wenn noch das Kleinste vorkommt, ein Unglücksfall, wird das gestrichen. Also da habe ich gesagt, das ist seriös, das ist gut. Und dann haben sie auch gemacht, ich habe es immer wieder verfolgt. Und darum stehen sie heute auch besser da. Hingegen Credit Suisse hat noch so getan, als wäre sie besser da gestanden als die UBS 2008. Das stimmt nicht, aber man hätte sie nicht müssen retten. Und hat das Gegenteil gemacht, hat noch das ausgebaut. Das Risikogeschäft. Und sind dann in den letzten Jahren haben sie es überhaupt nicht mehr im Finger gehabt. Und da muss man sagen, das ist das oberste Management vom Verwaltungsrat und CEO, wo das gemacht hat. Die sind schuldig, ja. Ja, nicht schuld, ist eine andere Frage. Verantwortlich sind sie. Die müssen Verantwortung tragen für alles. Und dann, das ist da, wo der Volkszorn ist, ist nicht so entscheidend, aber für Dinge. So eine Boni in den Sack stecken. Also, der Dugend, das war ein CEO hier. Der hat 90 Millionen scheinbar in den Sack gestoßen. Bei einer ganz unbefriedigenden Geschäftslage. Das geht doch nicht. Und der Rohner war dann Präsident. Der Kielholz spielt eine ganz führende Rolle. Man muss es bei den Namen nennen. Und darum. Die müssen auch, das muss man nicht jetzt während der Auseinandersetzung machen, aber das muss abgeklärt werden, was kann man da machen. Jetzt muss man aber gleich sagen, der Kielholz ist ja schon lange weg eigentlich, oder? Kann man ihn denn nicht... Nein, so lange weg, das ist etwa ein Jahr.
aus dem Betrieb raus. Der Vizepräsident war und so, oder zwei Jahre vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob man es machen kann. Wir müssen nicht darüber diskutieren. Gut, aber der Volkszorn geht natürlich dort durch, ja, oder? Ja, gut, der Volkszorn, wenn sie den befriedigen und beseitigen machen, aber man muss auch nicht etwas versprechen, wo man vielleicht gar nicht geht. Also, es ist ja dann auch noch die Frage von der Verantwortlichkeitsklage und so weiter. Aber das hat jetzt keinen Wert. Jetzt müssen wir schauen, dass es weitergeht. Aber gleich noch eins, warte noch mal. Wir haben letzte Woche eine Sendung gemacht. Das war unmittelbar gewesen. Am Freitag ist das gewesen, am Donnerstag vorne, hat die Nationalbank gesagt, wir geben 50 Milliarden. Ja. Und dann ist ja die Aktie am Freitag vor einer Woche eingestürzt von der CS. Das war eigentlich der Ausschlag im Moment, wo man gesagt hat. Jetzt kommen wir zu dem, ich habe jetzt noch weit vorne angefangen. Ja. Nach der Swissair war genau das Gleiche gewesen. Es sind auch die gleichen Kreise, die die Swissair eben herausgeführt hat und jetzt hier wieder. Und da bessern nicht. Und die haben auch politischen Einfluss. Ich sage, der Vorstoß, den wir gemacht haben, dass man das Investmentbanking abdrängt und dass man eine Too-Big-to-Fail-Lösung macht, die im Untergang das nicht mehr passiert, ist gescheitert im Ständerat an der FDP und der CVP. Die hat nicht mitgemacht. Im Nationalrat sind wir durchgekommen, weil die SP und wir die Stimmenmehrheit gemacht haben. Und das ist das Grundübel. Wer hat da so Einfluss genommen, dass die nicht mitgemacht haben? Das weiß ich nicht. Das hat mir auch der Hayek gesagt, oder? Da habe ich, da ist die, wer schnurrt eigentlich da mit wem da und so weiter. Da sage ich, ja, das ist jetzt die politische Verhältnis. Und jetzt der Ausbau von der Credit Suisse mit dem Investmentbanking hat natürlich zu grossen Unglücksfällen geführt, oder? Grinil und so weiter. Und da zeigen eben, die sind nicht fähig für das Geschäft. Die Amerikaner haben es nicht verwünscht. Die sind raus, rechtzeitig, und ich weiß nicht was. Aber das ist nicht ein Geschäft von einer Schweizer Bank, die im Mittelpunkt stehen darf. Ich sage nicht, das ist ein schlechtes Geschäft. Aber die Schweizer können es nicht und müssen es auch nicht können. Wir müssen Schweizer bleiben. Schuster bleibt bei deinem Leisten. Da können sie jetzt machen, was sie wollen. Jetzt rede ich das laut und öffentlich. Können Sie schon sagen, das ist ein Industrieller. Wir Industriellen wissen, es ist auch gefährlich, wenn wir Konkurs gehen. Und jetzt, wenn ich an unsere Familie denke, das sind Familienmitglieder. Jetzt voran ich allein und jetzt Kind, wo das hebt, wo es gehört, die verjagt es, wenn es neben draußen geht. Das ist auch recht, dass es muss verjagen. Weil sie sind ja die Eigentümer. Und die Grossbanken, jetzt warum lässt man die eigentlich nicht Konkurs gehen? Weil die ganze Volkswirtschaft mitreisst. Eben sind sie gross. Der Schaden, glaubt man, ist so gross, dass die ganze Volkswirtschaft zusammenbricht. Und jetzt war es noch viel verreckter gewesen bei der CVP, bei der Credit Suisse. Ja. Nicht nur die Schweiz behauptet, es wäre in Mitleidenschaft gezogen worden, sondern die ganze Weltwirtschaft, die ganze Finanzindustrie. USA, England und weiss ich was. Also wir haben uns in eine Abhängigkeit gegeben mit einer Bank, die zu gross ist für die Schweiz, ist plötzlich auch noch zu gross für die Welt. Und jetzt müssen die Schweizer die retten, damit es keine Katastrophe gibt in England und Amerika. Wir dürfen uns nicht in Abhängigkeiten geben. Noch zwei Worte, bevor wir zum aktuellen Stand gehen. Bei der Swissair haben Sie ja nach dem Debakel die FDP kritisiert. Das ist ist das jetzt eine ähnliche Situation? Ja. Ich habe gelesen den Artikel, der jetzt erschienen ist, vom Herrn Thierry Burkhardt. Vom FDP-Präsidenten? Ja. Die sind noch genau in der gleichen Linie. Die wenden weg von der Schweiz. Dabei hat genau das zum Debakel geführt. Bei der UBS. Amerika. Ist von Amerika hergekommen, alles. Und jetzt bei der Credit Suisse, also dann wollen sie wie die Amerikaner, haben sie nicht können, haben riesige Verluste gemacht. Jetzt haben sie es noch aufräumen. Und jetzt ist noch dazu gekommen, dass allgemein Banken ein Problem haben mit den Zinserhöhungen, die man machen muss wegen der Inflation. Das ist mit der Silicon Valley Bank, wegen dem ist das Problem gekommen, haben wir schon gemacht. Und jetzt
schreibt er, hast du gelesen, das neueste Interview, man sieht jetzt wieder Credit Suisse, die Schweiz ist halt zu klein, alleine und so weiter, oder? Und wir sind isoliert, wir stehen unter dem Druck vom Ausland. Ja, klar, wenn du gehst, eine Bank machen in Amerika, wo scheinbar, behauptet es wenigstens, noch die ganze amerikanische Bankplatz mitreisst, sind wir die Schuld, nicht die anderen. Weil wir etwas machen, was wir nicht sollten, nämlich uns nicht in die Abhängigkeit geben von Amerika. Und dann zieht das weiter. Neutralität muss natürlich verschwinden. Das ist auch eine schweizerische Größe. Die schweizerische dauernd bewaffnete integrale Neutralität. Etwas, das 200 Jahre Erfolg hat. Wenn es auch noch abbrechen, das war natürlich von den gleichen Kreisen auch gewesen. Übrigens auch von den Grossbanken der Druck, dass der Bundesrat mit den Sanktionen mitmacht. Dann kommt das nächste, Anschluss an die NATO. Oder geht die Frau Abwehr da, dann gehen sie in die NATO da. Merken nicht, dass das eine ganz andere Armee ist. Das sind ja Angriffsarmeen, das sind ja gar nicht Verteidigungsarmeen. Wir wissen gar nicht, wo die eingesetzt wird. Mit denen gehen. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir machen. Konzentrieren da auf die Schweiz. Das ist ja interessant. Die Kultur muss ändern. Von der FDP-Seite kommt ja jetzt der Vorwurf, der Gegenschlag eigentlich gegen Ueli Maurer, oder? Ja gut, also das ist ein dummes Zeug. Das ist einfach etwas gesagt. Der Ueli Maurer ist ein zuständiger Bundesrat gewesen. Er ist ja nicht gewählt, um eine Bank zu führen. Und er hat, jetzt sagen Sie, Meter viel früher etwas machen müssen. Was? Hätte man können die Credit Suisse früher retten? Hätte jetzt wollen schauen, wenn das jemand gemacht hätte. Der hat ja beratet sich ja mit der Nationalbank und mit der FINMA. Haben wir ja eine Einrichtung, die Banken überwacht. Das ist eine Finanzmarktaufsichtsbehörde oder Bankenaufsichtsbehörde. Also, das ist jetzt einfach ablenken. Das ist politisches Geschwätz, da müssen wir nicht drauf eingehen. Aber die Lösung, die jetzt getroffen wurde, ist, wenn wir noch aktuell werden, am Sonntag, ist die jetzt okay für, aus Ihrer Sicht? Ja, jetzt müssen wir über das reden. Warum ist, zuerst untersuchen, warum ist jetzt so ein Problem entstanden bei der Credit Suisse? Weil sie hat das Vertrauen in die Bank, in die Führung, hat enorm gelitten. Und wenn das Vertrauen in die Bank verloren geht, ist die Gefahr gross, dass die Leute, die ihr Geld dort haben, ein Konto haben, sagen, oh, da müssen wir aufpassen, ich hole das Geld. Und wenn das ein Haufen macht, und das haben einen Haufen gemacht, sie hat letztes Jahr etwa 100 Milliarden verloren, hat sie plötzlich auch noch, kann sie noch so gesund sein in der Bilanz? Sie sagen immer, sie sei gesund, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und sie sagen, ertragsmässig, also nicht immer katastrophalen Zustand. Aber das Geld fehlt. Das vergessen die Leute immer. Es nützt nichts, Gewinn machen, wenn man kein Geld hat, oder? Man kann Flüssiges hat, ja. Ja, man braucht auch Flüssiges. Und dann ist die Nationalbank eingesprungen. Das ist noch nichts. Am letzten Tumschen. Das ist noch nichts Schlimmes. Das ist, die Nationalbank muss ja Geld sicherstellen für den Kreislauf. Und das macht sie. Das hat sie mit 50 Milliarden gemacht. Und dann hat man gedacht, jetzt ist das Zeichen, dass die Leute merken, aha, müssen keine Angst haben. Aber es ist weitergegangen. Sie haben kein Vertrauen in das Management. Nicht in Personen, sondern einfach die Credit Suisse hat so gewirtschaftet, dass sie jetzt in dieser Lage ist. Nein, wir glauben lieber das Geld weg. Und der ist weitergegangen. Und dann hat scheinbar, also ich weiß nicht genau, hat wahrscheinlich die Nationalbank gesagt, das wird uferlos. Und Credit Suisse selber hat gesagt, wir können das nicht mehr heben. Und dann war das Wochenende, oder, wo man die Lösung hat. Dann war Mitte der letzten Woche, ist das gewesen, wo sie es gesagt haben. Und dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir eine Lösung treffen, damit die Bank nicht untergeht. Weil, sie haben gesagt, wenn die Konkurs geht, ist das so schlimm. Mhm. Dann ich dachte, ja, wir haben ja too big to fail Regelung. Haben sie ja immer gesagt, too big to fail Regelung. Und jetzt kommt aus, dass die absolut nicht genügt. Ja, der Pressekonferenz hat den Journalist die Frage gestellt, also die Pressekonferenz am Montag, am Sonntagabend, wo sie die Lösung vorgestellt haben, hat einer gesagt, aber wir haben da jetzt eine too big to fail Regelung. Dann war die Antwort, die ist schon gut und die funktioniert auch.
Aber das ist für die normalen Fälle. Ja, Gottverdeckel. Da muss ja für die. Da gibt es ja nur für die abnormalen Fälle. Das ist eine Regelung, damit man eine Firma nicht muss retten, sondern kann ganz oder teilweise zugrunde gehen lassen, dass nichts passiert. Und für den Fall haben wir keine Lösung. Also jetzt muss wirklich verlangt werden, dass eine Lösung ist für so eine Katastrophenfälle. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man die zwingen, die risikoreichen Firmen zu verkaufen. Wenn man es nicht kann, muss man es halt verkaufen. Das wird also so oder so aktuell sein. Jetzt das Zweite ist, was sind denn die Alternativen gewesen? Also sie haben sofort den Konkurs ausgeschlossen, aus zwei Gründen, haben sie auch gesagt. Erstens, die schweizerische Volkswirtschaft reisst mit. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mit Schweizer Geschäft ist nämlich gesund. Bei beiden Banken. Der Schuster bleibt bei deinem Leisten, haben sie Geld verdient. Und beim grössen Mann haben sie es verloren. Zuerst UBS und nachher. Und jetzt sind noch Credit Suisse. Nehmen wir mal an, die Einschätzung, die Schweiz würde ganz grossen Schaden machen, ruft natürlich noch eine Rettung. Man hat sie nicht gerettet, um den CS geholfen oder die UBS verpflichtet, die zu übernehmen, sondern aus nächster Liebe, sondern aus Egoismus, um sich selber zu schützen, auch Schweizer zu schützen. Also, muss man mal klar sagen. Sie haben, die Absicht war, dass euch kein Schaden trifft und die Anleger ihr Geld auf eine Art und Weise wieder zurückbekommen. Und die andere Möglichkeit war, überhaupt der Staat übernimmt sie gerade Verantwortung. Aber das war eine Diskussion. Das ist eine rechte Diskussion. Die Schweiz übernimmt es. Bei der UBS haben wir ja eine Staatsbeteiligung gemacht. Wir haben es nicht übernommen, aber eine Staatsbeteiligung, eine namhafte, damit man mitentscheiden kann. Das hat der Bundesrat abgelehnt. Zu Recht oder Unrecht? Ich bin der Meinung, zu Recht. Mhm. Die können auf jeden Fall gehen. Wenn ich dann noch sehe, am Sonntagabend, wie die sind, das Finanzdepartement da gestanden ist. Also von Keller Sutter, ja. Ja, und dann noch eine Fraktion sind noch ihre Staatssekretärin und so. Die können sicher keine Bank führen. Da ist ja klar. Und wir haben da unsere Erfahrungen gemacht. Bei der Swissair hat man ja eine Staatsgesellschaft gemacht, Swiss, die dem Staat gehört hat, also Mehrheit und Krankheit. Und was ist passiert? Man hat die nachher in den Abgrund geführt. Die hat man nicht mehr können heben. Und hat man sie nachher müssen quasi für ein Butterbrot der Lufthansa geben und jetzt rendiert sie. Weil ihr könnt eine Firma führen. Das ist eben eine Frage von der Führung. Das ist auch bei der Credit Suisse. Das ist eine Frage von der Führung. Die Führung ist das Zentrale und das Vertrauen ist auch in die Führung verloren gegangen. Und so ist langjährige Führung. Und das hat man abgelehnt. Man griff ihn noch. Jetzt gibt es aber andere Lösungen, wo ich jetzt nicht recht weiss, ob man die nicht müsste anstreben. Wieso? Die Aufgabe vom Bund war jetzt da drin, dass er mitgemacht hat und auch sicher moderiert hat. Der Rubens hat gesagt, dann übernehmen Sie du. Das war schon ein gewisser Druck natürlich. Ja, natürlich. Und er gesagt, und auch zu Recht, er gesagt, ihr seid gut geführt. Ja. Ihr könnt eine Bank führen. Das ist eine gute Überlegung, oder? Aber wenn ihr das machen müsst, müsst ihr es übernehmen. Und die hat nicht wollen. Sie haben aus Verrecken nicht wollen. Ich begreife es auch. So eine Firma übernehmen, in dieser Größe. Aber du bist ja angriffbar auf allen Seiten. Und so weiter. Sagt er, nein, wir müssen aufpassen, sonst lupft es uns auch noch. Das begreife ich. Aber sie haben es gemacht. Sie haben es sicher auch gemacht, weil sie ziemlich überzeugt sind, wir werden Erfolg haben. Und wenn sie Erfolg haben, werden sie auch reich. Oder das ist auch recht. Jetzt, die Schweiz. Was ist jetzt die Eidgenossenschaft? Wir Bürger, wir Steuerzahler, was haben wir gemacht? Wir geben, oder was wollen Sie? Wir geben eine Garantie von 100 Milliarden der Nationalbank. Nicht der Credit Suisse, sondern der Nationalbank. Wie die Nationalbank sagt, wir brauchen etwa 200 Milliarden
könnte sein, dass wir denen die Liquiditätshilfe machen müssen, damit die Leute das Geld nicht abziehen. Die Leute müssen Sicherheit bekommen. Mein Geld ist auf jeden Fall sicher. Also von der Liquidität her haut man es nicht ab. Und jetzt hat man nochmal eine Sicherheit gegeben. Los, deine Bank geht an die UBS. Und ah ja, die kann gut führen, das ist gut. Also ist Vertrauen noch da, hofft man, oder? Aber jetzt sagt die Nationalbank, ja, bis 100 Milliarden gebe ich ohne Garantie, aber 200 Milliarden müssen noch Garantie geben. Das verstand ich nicht, weil die UBS oder die Nationalbank hat etwa 900 Milliarden eingesetzt, damit der Schweizer Franken nicht stärker wird. Ich habe immer gesagt, das ist unnötig. Hört auf mit dem. Das gibt, mit der Tiefzinspolitik gibt das Inflation. Aber item hat es gemacht. Und dort haben sie auch, glaube ich, letztes Jahr etwa 100 Milliarden verloren drauf. Mit Fremdwährungen. Und zweitens, man hat noch 9 Milliarden die Garantie. Ich sage jetzt nicht, ob das hin und her oder wer das ist. Einfach 9 Milliarden vom Bund, wo könnte sein, im schlimmsten Fall, dass man müsste zahlen, weil die UBS gesagt hat, hört, der Wert von diesen Aktiven da, von diesen Wertschriften, wenn da ein Zeug führen kommt, dann hat man gesagt, gut, wenn eine Sache führen kommt, bis 5 Milliarden zahlen ihr und die nächsten 9 Milliarden zahlen wir, deckt der Bund ab und nachher, wenn noch mehr führen kommt, dann gibt es so eine gemischte Regelung. Also, ich bin heute in der Bauwirsch, in den letzten Tagen, bin ich zur Auffassung gekommen, man sollte es eigentlich super trennen. Liquiditätshilfe, Nationalbank und keine Bundesgarantie. Sonst schnurrt der Bund nämlich dort auch noch rein. Ist klar, wer haftet, der schnurrt mit. Und die 9 Milliarden der UBS geben, also als Haftungsmöglichkeit. Ist richtig, dass es Notrecht angewendet hat? Das ist ja gleich ein grosser Eingriff, oder? Ja, ja, aber es ist auch wieder das Gleiche. Nicht anwenden, haben sie behauptet, am Montag geht der Konkurs. Wenn man keine Lösung kennt und wartet, man hätte keine gesetzliche, saubere Regelung gemacht. Man hat eben das Too Big to Fail-Zeug nicht gemacht. Aber das Notrecht war das gleiche wie bei Corona natürlich im Prinzip, oder? Ja, natürlich. Und das ist sehr problematisch, wenn man das macht. Und da hat man auch Angst. Könnt ihr das überhaupt? Also an dieser Medienkonferenz am Sonntagabend habe ich von A bis Z geschaut, mit allen Fragen und alles und beobachtet. Wir als Laien können ja nicht sagen, ob das richtig ist, aber beobachten können wir. Vertrauen auf Leute. Also den besten Eindruck hat der Präsident gemacht, den ich nicht kenne persönlich. Von der UBS, der neue, also der Nachfolger von Maxwell Weber, das ist der Herr Keller, das ist ein Irländer, kann nicht Deutsch, aber super da gesessen, wenig Wort, aber klar gesagt, um was das geht. Wenn einer gefragt hat, ja, Sie, was machen Sie jetzt mit dieser Bank? Und hat er nicht lange geschwätzt, hat gesagt, hören Sie, ich sage es Ihnen, wenn wir es wissen. Fertig, nicht noch mehr. Und aber er hat einen super Eindruck gemacht und hat das Vertrauen gesagt, also, wir sind jetzt gewillt, das zu machen. Und die haben ja das nicht gesucht. Also die jetzt sagen, ja, die hätten jetzt eins über den Tisch, so sage ich jetzt, Kopf, jetzt wollen wir das noch nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, der wird natürlich ein Geschäft machen für 3 Milliarden. Ich hätte dir für 3 Milliarden nicht genommen. Die hätten es gratis überschieben müssen. Aber er zahlt jetzt das. Und aber die Aktionäre verlieren natürlich viel Geld. Jetzt ist sie noch ab 78 Rappen wert und ich hatte so zweistellige Ziffern gehabt, 12 Franken, 13, 14, ich weiß nicht, ja, wie viel. 78 ist sie mal gewesen. Ja, 78, ja. Ja, wenn man die ganz hohe Kurs nimmt, oder? Und, aber das muss auch so sein. Also der muss verlieren, das ist der Aktionär, das ist der Eigentümer. Und die Eigentümer sind auch die Schuld, dass wir so ein Management haben, wo so Blödsinn gemacht haben. Und der Verwaltungsrat und Geschäftsleitung haben Verantwortungsträger für die Verluste. Und muss man
das noch aufarbeiten. Aber das ist jetzt nicht im Vordergrund. Jetzt muss man schauen, dass es weitergeht. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, ob ich. Wir haben, eine Fraktionssitzung gehabt. Dort habe ich gesagt, wenn er will zustimmen, dann müssen wir Bedingungen stellen. Die Bedingung ist, too big to fail muss eine Lösung sein, die auch für den verrechtlichen Katastrophenfall funktioniert. Zweitens, es darf nicht sein, dass wir nicht handeln können, weil wir Amerika mitreißen. Und wenn das nicht geht, müssen die die Teile verkaufen, damit das nicht too big to fail ist. Und zweitens, der Bundesrat muss darauf hinwirken, dass jetzt die Verantwortlichkeitsfragen abgeklärt wird und wie man das allenfalls korrigieren kann. Und drittens, wir müssen dafür sorgen, dass das nicht mehr vorkommt. Es muss einfach nicht mehr vorkommen, aber jetzt mal endlich ernsthaft. Und ich glaube, das kann man machen. Und wo anschauen muss man auch noch? Die überhaupt den Bankplatz. Wenn das stimmt, dass wir mit einem Konkurs von dieser Schweizer Bank die amerikanische Bankenwelt so verunsichert und mitreissen, wie behauptet worden ist, die Final Times, und so haben das geschrieben, dann ist aber der Bankplatz Amerika noch voll. Der kommt dann aber auch einiges auf uns zu. Also sind wir gespannt. Und es gibt ja nicht mehr so viele Banken, wo man das Big to Fail anwenden kann. Jetzt gibt es noch eine grosse. Nein, das stimmt nicht. In der Schweiz ist erklärt worden, to Big to Fail. Die UBS, Credit Suisse, die Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank und PostFinanz. Wir haben jetzt fünf. Das hat der Bund so festgelegt. Also sind wir gespannt, ja. Ja. Also wir diskutieren sicher nächste Woche wieder darüber. Hochemotionales, grosses Thema. Credit Suisse, das war Telebloger mit einer außergewöhnlichen Sendung. Ich wünsche Ihnen trotz allem eine gute Woche, schönes Wochenende und bis dann.